freundliche Freund ist das große Glück für alle Zeit. Eine Nähe zugesteht, auch wenn mir mal was daneben geht. Durch Felder laufen wir bei Eis und Wind. Die Welt ist schön, wenn wir beisammen sind. Tun wir dies, tun wir das. Alles 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 Spaß. Spaß. Alleine ist größtes Glück für mich. Liebe Mama, ich schreibe gleich heute, wie ich es dir versprochen habe. Die Fahrt hierher war fast normal. Nur der Hund hat sich dumm angestellt. Ach, der große Güte. Und er durfte nicht in den Zug, weil er keinen Maulkorb hatte. Keinen Maulkorb? Wirklich? Dann darf er auch nicht mit dem Zug fahren. Da sind wir eben zu Fuß gegangen. Steig einfach auf. Wir sehen, dann wird er schon mitlaufen. Nun lauf schon endlich! Du Faultier, du! Guten Tag! Grüß dich, Junge! Brauchen Sie vielleicht irgendwie Hilfe? Beinahe hätte ich das vergessen. Ich hatte ja eine Panne. Keiner konnte den Schlauch flicken. Nicht mal die Rennfahrer. Erstmal bin ich kein Rennfahrer und zweitens habe ich dafür nichts. Wir kleben nicht. Oh, tut dir auch nichts. Ach wo, das ist der beste Hund von der Welt. Weißt du, Mama, der Hund gehört einem Professor, der ins Ausland gefahren ist. Und ich mache jetzt für ihn die Pflegemutter und dafür bekomme ich Gehalt. Es ist also gar nicht wahr, was Vati gesagt hat, dass ich nicht in der Lage bin, ein paar Brötchen zu verdienen. Den Zauberstab habe ich auch von meinem eigenen Geld gekauft. Und dann noch was. Ich habe hier einen Erzfeind. Wie er heißt, weiß ich noch nicht. Aber ich habe ihn schon verprügelt. Werde bald wieder gesund. Das wünscht dir dein einziger Sohn Pipo und natürlich auch unser Chirac. Ari, weg da! Komm her, Ari! Ari, lass die Kaninchen! Lass sie in Ruhe! Ich wette, du siehst in deinem Leben zum ersten Mal welche. Wie viel brauchst du denn noch? 18 sollen es sein. 6 habe ich schon. Hier drin sind 4. Also noch 8. Und wenn du das Geld hast, bist du dann reich oder immer noch arm? Nicht arm und nicht reich. Ich gebe es doch gleich wieder aus. Wenn du aber reich wärst, würdest du mich dann heiraten, Marosch? Du fragst Sachen. Mit reich hat das nichts zu tun. Sowieso heiraten wir beide. Dein Feind. Er hat auf dich geschossen. Marosch, hier. Hier ist noch eine. Greifst du nicht. Runter, los. Du verstehst überhaupt keine Kommandos. Bis aus dir ein richtiger Hund wird, das ist ein schönes Stück Arbeit. Na siehst du, noch ein paar und dann können wir gehen. Du, wissen die denn nicht, dass man für jede eine Krone kriegt? Bestimmt. Und wieso schmeißen die Leute sie aus dem Fenster? Was weiß ich. Am Montag, da findet man immer die meisten. Und wenn du deinen Titanic fertig hast, nimmst du mich dann mit aufs Meer? Titanic heißt das. Natürlich nehme ich dich mit. Und wohin? Wir gehen auf ganz große Fahrt. Ins Saragossa-Meer und weiter. Och, fantastisch! Ich hab schon wieder eine! Wenn ich deine Frau bin, erlaube ich dir nicht, Flaschen aus dem Fenster zu schmeißen. Komm, hab keine Angst. Na komm.
bist doch ein guter Hund. Ein ganz lieber Hund bist du. Ich wollte dich auch gestern gar nicht treffen. Na du? Bitte, darf ich Sie mal was fragen? Welche Sorte Limonade ist am ähnlichsten wie Sekt? Keine. Limonade ist Limonade. Und Sekt ist eben Sekt. Hauptsache, dass sie stark schäumt. Pepsi-Cola. Die ist zu teuer. Außerdem macht sie Flecken. Ich glaube, die hier geht. Warum muss ich schäumen? Ist das unbedingt wichtig? Ich brauche sie für eine Taufe. Wer wird denn getauft? Ariel Fürst von der Steben. Na komm, wir sind doch jetzt gute Freunde. Lass den Hund in Ruhe! Wie heißt der eigentlich? Das geht dich einen feuchten Dreck an. Du kannst das sowieso nicht aussprechen. Adliger Hund und lässt sich von so einem angrapschen. So ein Angeber, der kommt bestimmt aus Bratislava. Bäh. Hier. Komm, komm her. Komm schon, na komm. Ari, komm her. Schämst du dich nicht? Du hast keinen Charakter. Er ist doch unser Feind. Glaubst du etwa, ich kann dir keinen Speckwurst kaufen? Los. 16 haben sie gesagt. Ist dir das zu viel? Nein, nein. Da bleiben mir ja sogar noch 4 Kronen übrig. Und wofür brauchst du das eigentlich? Für seinen Titanic, damit wir damit aufs... Sarah... aufs Meer fahren können. Titanic, das wird ein Schiff. Und das Meer, das heißt Saragossa-Meer. Da brauchst du so ein langes Brett für ein Modell? Die Titanic ist kein Modell. Das wird ein richtiges Schiff für Expeditionen. Aha. Komm, bezahlen kannst du dort. Was machst du hier? Kannst du nicht lesen? Unbefugten Zutritt verboten. Aber auf welchem Balken? Da oben. Komm her, Katka. Denkst du, ich kann dich hochheben? So ein Blödsinn. Komm schon. Also. Ganz ruhig. Sieh mal, Onkel Schirak züchtet Limonade. Wirklich? Und ich hab so einen sagenhaften Mordsdurst. Meinst du vielleicht ich nicht? Weiter. Setz dich rein.
melden. Wer denn? Wann denn? Wieso? Verschnauf dich erst. Du rennst ja wie angestochen. Der war da, den ich gestern verprügelt habe. Sieh an, du hast es sogar schon geschafft, dich zu prügeln. Und was hat er gestohlen? Ein langes Brett. Ein neues langes Brett. Nicht er allein, da war noch so ein Weib dabei. Die waren in den Schuppen, wo mein Fahrrad steht. Er hat das Brett reingelegt und wieder zugeschlossen. Großvater, ich bin an den Schlüssel nicht dran gekommen. Der Einbrecher heißt Marosch und seine Mithelferin Katka. Von dem Brett weiß ich und von dem Schlüssel habe ich Ihnen gesagt. Zieht in aller Ruhe los und geht baden. Bring deinem herrschaftlichen Pflastertreter mal das Schwimmen bei. Und wozu das Brett ist, wirst du noch erfahren, du Meisterdetektiv. Viel Spaß. Ich muss das hier zu Ende machen. Na, tschüss. Direktor, entschuldigen Sie. Was ist denn? Darf ich mir meine Armbrotschnitten einpacken und mitnehmen? Ich will mit Onkel Schirak am Schiff bauen. Mit Onkel Schirak, dann darfst du. Aber sag in der Küche Bescheid. Die wissen das ja schon seit heute Morgen. Onkel Schirak ist da gewesen und hat mit der Köchin gesprochen. Und mit mir auch. Jetzt darf es sogar mal später werden. Es sind schließlich Ferien. Du Feigling! Wasserscheu bist du auch noch. Wovor hast du denn Angst? Du weißt nicht mal, dass du schwimmen kannst. Komm jetzt endlich her. Komm. Ari, hau doch nicht gleich ab. So ein paar Tropfen Wasser. Du bist eine schöne Memme. Ari! Du! Mach mich nicht wütend! Apport! Apport, Ari! Na endlich, Ari! Endlich wirst du ein Hund! Bring her, Ari! Brav, Ari! Braver Hund! Du bist ja klüger als dein Professor. Das macht dir richtig Spaß, nicht? Gib! Ari! Ari! Abort! Hierher! Ha! Du bist ein echter Klassehund! Sieh mal, Onkel Schirak, was für schöne Blumen ich habe! Warum ausgerechnet Titanic? Die ist doch untergegangen. Ist doch das Kind von der Titanic. Das geht bestimmt nicht unter. Wann sind wir fertig und können bauen? Wenn ich Feierabend sage. Hast du den Hanf besorgt, hä? Mein lieber Scholli, hab ich doch glatt vergessen. Aber Sie haben doch da welchen in der Werkstatt. Der gehört uns nicht, mein Freund. Bloß eine Handvoll, so ein Stückchen. Ob ein großes Stück oder Stückchen, das ist egal. Dann laufe ich los und hol welchen. Da wird doch noch auf sein. Reicht eine Krone? Sicherheitshalber, bring für zwei. Nein, von meinem. Spielt doch keine Rolle. Das ist mein Schiff. Ich bitte dich, wegen einer Krone veranstaltest du so einen Zirkus. Hast deinen Kopf für dich, du Oberkomiker. Ob eine Krone oder tausend, das ist egal. Hä?
Der Hans kommt bald herbei. Stock. Such Ari. Ach, du bist schon vorbeigelaufen. Schussfalle? Zurück? Der Bolzen ist mit starkem Gift getränkt. Sofort zurück? Hallo? Ari, sei still! Jim Simpkins hatte einen unruhigen Schlaf. Er träumte ständig, dass Gatling sich irgendwo in der Nähe aufhält
und sich heimlich im Dunkeln heranschleicht, um die alte Rechnung zu begleichen. Er plante Rache. Vielleicht wollte er ihn sogar umbringen. Ihm war, als hörte er Schritte. Der Detektiv richtete sich vor Entsetzen auf dem Bett auf. Zum Teufel, dachte er. So eine schwüle Nacht. Spaß, habe ich gleich gewusst. Und das alles hier gehört dir? Wem denn sonst? Verschwinde, und zwar ein bisschen plötzlich, sonst passiert was. Wer hat dir eigentlich erlaubt, in meinen Sachen rumzuwühlen? Ich konnte ja nicht wissen, dass es dir gehört. Es lag da ebenso und da habe ich drin gelesen. Das ist prima. Wie das ist, geht dich gar nichts an. Es gehört mir. Und wenn du es mir mal borgen würdest, ich borge dir dafür ein anderes Buch, wenn du willst. Bin ich nicht drauf angewiesen. Da bei uns im Heim gibt's die haufenweise. Du bist aus dem Heim? Ja. Und das hier hast du dir alles alleine gemacht? Na klar, das ist das Adlernest. Und keiner weiß was davon. Bloß ich. Aber ich kann schweigen. Auch wenn man mich foltert. Und du kommst immer hierher? Klar. Chirac ist mein Großvater. Der ist prima. Und warum bist du im Heim? Saublöde Fragen stellst du. Warum bist du im Heim? Na, warum wohl? Wahrscheinlich, weil ich keine Eltern habe. Naja, wie ist das da, sag mal? Wo, im Heim? Man kann's aushalten. Vor allen Dingen musst du einen Kumpel haben, auf den du dich fest verlassen kannst. Und hast du so einen? Ja. Ist er so alt wie du und wie heißt er? Katka. Ich heiße Pipo, eigentlich Thomas Piepka. Und ich Marian Durina, aber eigentlich Marosch. Ja. Na, und wie heißt überhaupt dein Hund? Frag bloß nicht sowas, das müsste ich dir nämlich vorlesen. Ja. Ah, so ist das. Du hast meine Klamotten versteckt. Mit nasser Badehose sollte ich wohl das ganze Dorf latschen, was? Na ja, bist fremd hier. Ey, du, sag das nochmal. Ich bin fremd hier? Jetzt nicht mehr. Ari! Ari! Ari, nicht weglaufen. Los. Ja, komm. Sitz! Sitz, Ari! Du Hund!
wird genannt Ariel Esteben von Stroheim und Schnurpfeil. Ich ernenne dich mit diesem Sekt zu einem echten Naturhund und taufe dich auf den Namen Silvester! Was tobt ihr beiden hier herum? Und was stellt ihr mit dem armen Hund an? Wir haben ihn neu getauft. Was? Sein Name war schrecklich. Tauft man etwa einen Hund so wie ein Schiff? Na, warte euch. Taufe ich auch neu. Jetzt Nummer zwei. Was habt ihr ihm denn auf den Kopf gekippt? Beinahe so wie Sekt. Wir wollten, dass es richtig feierlich ist. Damit Silva auch eine schöne Erinnerung hat. Silva? Ja, Silvester. Ach, Silvester. Das passt auch viel besser für ihn als Lord Ja, Silvester ist der fröhlichste Name im Kalender. Und ich möchte, dass er der fröhlichste Hund von der Welt ist.